Ackerrand- und Schonstreifen dienen dem Schutz von Ackerwildkräutern, von denen in Deutschland viele Arten als gefährdet und teilweise als ausgestorben gelten. Aber auch zahlreiche Tierarten der Agrarlandschaft, die offene Bereiche benötigen, wie zum Beispiel der Feldhamster, das Rebhuhn, die Feldlerche, sowie viele Insekten- und Spinnenarten profitieren von der Maßnahme. Ackerrandstreifen sollten idealerweise in Wintergetreidebeständen und vor allem dort angelegt werden, wo seltene Ackerwildkräuter vorkommen und problematische Unkrautarten nicht zu dominant sind und generell auch kein hoher Unkrautdruck vorherrscht. Ideal sind da ertragsschwache Standorte. Angelegt an den südexponierten Seiten von Baumreihen, neben Feldwegen und in der Nähe zu Brachen dient die Maßnahme auch zur Vernetzung verschiedener Lebensräume. Auf einem Streifen am Ackerrand von mindestens 3 Meter Breite werden weder stickstoffhaltige Dünger noch Herbizide eingesetzt. Auch die mechanische Unkrautregulierung ist dabei untersagt. Eine punktuelle Bekämpfung einzelner Problemunkräuter ist aber möglich. Der Ackerrandstreifen sollte über möglichst mehrere Jahre am gleichen Standort angelegt werden und sollte idealerweise immer so lange stehen, bis schützenswerte Ackerwildkräuter vor der Bestellung der Folgekultur zur Samenreife gelangen. Bleibt die Maßnahme wie empfohlen für mehrere Jahre am Standort, so ist im zweiten Jahr ein ca. 20 cm hoher Pflegeschnitt zu empfehlen, um die Ausbreitung dominanter Pflanzenarten zu unterbinden. Dieser sollte abschnittsweise erfolgen, dass Rückzugsmöglichkeiten gewahrt und auch blütenbesuchende Insekten unterstützt werden. Wenn möglich, sollte die Maat abtransportiert werden, denn oft gilt, je karger die Fläche, desto eher haben auch weniger konkurrenzfähige Wildkräuter die Chance zu wachsen. BASF. We create chemistry.